Yo, servus Leute! Heute gibt es ein neues Rezept. Heute machen wir eine Garnelenpasta. Wir brauchen dazu folgende Zutaten. Einmal Garnelen, klar, entweder tiefgefroren oder frisch, je nachdem, was ihr eben da habt. Dann Spaghetti. Als Gemüse nehmen wir eine Zucchini, Knoblauch, eine Tomate und eine Chilischote. Das sind die Zutaten, das war's schon. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Wir nehmen eine Zitrone und pressen die über den Garnelen aus. Dann können wir das Ganze noch salzen und lassen das ein bisschen einmarinieren. So, jetzt nehmen wir die Tomate und schneiden die in kleine Stückchen. Achtet darauf, dass euer Messer schön scharf ist, weil sonst könnt ihr euch schneiden. Bei stumpfen Messern ist es wirklich ein bisschen gefährlich, weil ihr da sehr leicht abrutschen könnt. Und das wollen wir ja nicht. So, die Tomaten sind jetzt in kleine Stücke geschnitten. Jetzt nehmen wir uns die Chilischote und hacken die ein bisschen klein. Das Ganze genauso wieder beim Knoblauch. Kurz andrücken und auch dann klein hacken. Kommt die Zucchini dran. Die schneiden wir erst in Scheiben und dann können wir die noch mal teilen. Dann haben wir da so kleine Hälften. So einfach geht das. So, jetzt heizen wir die Pfanne vor. Macht so auf, ja, ich würde mal sagen mittlere bis starker Hitze. Ein bisschen Olivenöl rein und dann einfach die Garnelen dazugeben. Und die jetzt so 1-2 Minuten einfach kurz anbraten lassen. Die sind jetzt schon leicht angebraten. Und da können wir jetzt den Knoblauch hinzufügen. Und dann nochmal ein bisschen durchschwenken. Das jetzt nochmal so eine Minute anbraten lassen, bis er leicht seine Farbe verändert. Jetzt geben wir die Chilischoten dazu. Und schwenken das nochmal um. So, jetzt die Zucchini mit rein, die wir in Hälften geschnitten haben. Lassen die auch nochmal leicht mit anbraten. Nochmal so circa 1-2 Minuten einfach. Und als allerletztes jetzt noch die Tomaten. Die nochmal kurz mit durchschwenken. Ja, das war's jetzt eigentlich schon mal zum Gemüse und zu den Garnelen. Wir würzen das jetzt noch mit Pfeffer und Salz. Ich gebe jetzt hier noch ein paar getrocknete italienische Kräuter dazu. Ihr könnt auch frischen Basilikum nehmen, wenn ihr das gerade da habt. So, zuletzt jetzt nochmal durchschwenken. Und dann können wir auch schon die Spaghetti dazugeben. Könnt ruhig ein bisschen Spaghetti-Wasser mit rüberschwappen lassen, ist gar kein Problem, solltet ihr auch. Dann wird es nochmal ein kleines bisschen wässrig, beziehungsweise die Soße kann sich nochmal ein bisschen schön verteilen.
noch einmal durchschwenken und schon habt ihr eure Garnelenpasta. Ist wirklich ein schnelles Rezept, schmeckt echt sehr gut und ihr habt alle wichtigen Vitamine drin durch das Gemüse, habt Eiweiß durch die Garnelen und Kohlenhydrate durch die Spaghetti. Ja, probiert das Rezept einfach aus, schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.